Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2017 hier, und zwar zum Ungarn-Rennen. Das Qualifying ist ja quasi, ja, ins Wasser gefallen, wortwörtlich, so kann man es echt beschreiben. Das Wasser bleibt hoffentlich heute oben, und zwar oben bei den Wolken und kommt heute nicht runter, denn das möchte ich einfach nicht haben. Wir haben uns im Qualifying auf Position 16 qualifiziert. Ich habe eine kleine Planänderung vorgenommen, indem wir einfach die Komponenten hier schon tauschen. Und ganz ehrlich, bei Belgien und Italien keine Komponenten tauschen, denn wir haben ausgerechnet nach dem Qualifying, diese Komponenten sollten bis zum Saisonende reichen, ohne wirklich Leistung zu verlieren. Verlieren können wir in der ersten Kurve nichts, andere aber schon in der Skadaufstellung, nämlich Bottas gerade von der Pole Position vor Kimi Räikkönen, und mal schauen, wo unser Teamkollege steht. Wärmführender Vettel auf der 3 und Hamilton auf der 4, beide Red Bulls auf 5 und 6 und Fernando Alonso ist hier 8er geworden. Schöne, starke Leistung. Die WM-Anwärter, also in der ersten und zweiten Skatreihe auf Position 1 bis 3. Hamilton, der muss Punkte gut machen, und Lance Stroll startet mit mir in der letzten Skatreihe. Naja, mal schauen, was Chef zu dieser Entscheidung sagt. Also, das kommt mir so ein bisschen natürlich wie der ersten Saison hier ziemlich bekannt vor. Da sind wir auch ziemlich weit hinten gestartet, neue Komponenten beordert, aber alte Komponenten eingebaut, denn frische Motoren brauchen wir gerade für Italien. Also für Italien will ich einen frischen Motor einbauen. Dann kommt Singapur, ich freue mich so wirklich auf die nächsten Rennen. Die Strategie ist sehr interessant, natürlich eine Zweistopp-Strategie, ist klar. Wir werden auch Vollbenzin mitnehmen. Also ich hatte teilweise in der Rennstrategie eine Hochrechnung von 110 Kilogramm. Also das bedeutet, die KI muss ja auch vielleicht Benzin sparen, was für uns eigentlich von Vorteil ist. Für uns von Vorteil ist, weil vielleicht schafft es Alonso dann ein bisschen mehr zu pushen. Meine Strategie ist aber jetzt wieder meine andere. Eigentlich so ein bisschen wie in der ersten Saison, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Wir könnten in der Theorie eine Einschubstrategie fahren. In der Theorie wäre das möglich. Ja, wir gucken uns das mal kurz die erste Strategie, eine mögliche Einstopp-Strategie an, gegen eine übliche Zweistopp-Strategie. Die Zweistopp-Strategie ist die schnellere Variante. Hier kann man sich jetzt so ein bisschen natürlich taktieren, wir sind Letzter. Ich will aber jetzt sagen, ich starte mit dem Soft und sage ganz offen und ehrlich, ich möchte aber zweimal den Soft-Reifen fahren, weil den ersten Stint will ich kürzer machen zum Beispiel. Erstens den will ich kürzer machen, den zweiten will ich dann auch noch kürzer machen, während hingegen ich den Schlussstint länger mache. Also im Umkehrschluss heißt das, gut, ich könnte natürlich dann auch, ich könnte quasi so einen Mittestint einbauen. Ja, so wirklich einen Mittestint. Moment, ich will die Strategie nochmal rückgängig machen. So, das wird die Originalstrategie. Also fast 30 Runden mit dem Soft. Okay, 30 Runden mit dem Soft. 30 Runden mit dem Soft. Also eine Runde 29. Und dann 20 Runden mit dem Super Soft. Das wäre dann quasi Runde 50. Ja, das wäre dann vielleicht eine mögliche Strategie. 20 Runden. Okay, das sagt mir das Team, dass das möglich ist. Das ist langsamer. Okay, und das, wenn ich das jetzt mal im Vergleich setze, ja, bin ich minimal langsamer, aber ich kann die Softreifen sowieso nicht ausfahren. Überholen ist hier absolut nicht möglich. Das ist halt auch einfach ein Problem. Deswegen, wir fahren hier mit mehr Flügel, das wird auch nochmal ein Knackpunkt sein. 29 Runden, man könnte auch sagen, wir fahren zweimal die Soft-Varianten. Man kann natürlich auch switchen, wir können auch nochmal switchen. Wir können vielleicht auch Soft und Medium fahren. Wäre auch eine Alternative, aber der Medium-Reifen ist ein Problem. Gerade wegen dem Top-Speed. Ich muss mal schauen, wie sich das Rennen auch entwickelt. Also ich möchte auf jeden Fall mit dem Soft-Reifen starten. Und dann zweimal mit dem Super-Soft-Reifen fahren. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Saison genauso gemacht. Aber was ich zweimal Soft? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Stark bewölkt wird es mal ganz kurz. Also kein Regen. Es ist schwachsinnig, wenn ich sage, ich fahre auf den
Ja, die machen immer den Undercut. Wir kriegen von mir immer den Undercut, da muss ich muss zum Schluss dann pushen. Wenn ein Safety Car zum Schluss kommt, habe ich einen Vorteil. Okay, ja gut, man hat immer, es kommt immer drauf an, wann der Safety Car kommt. Es kann ein Vorteil sein, es kann ein Nachteil für mich sein. Nur ich bin halt mit der Strategie nicht so anfällig dafür. Deswegen machen wir das Ganze einfach mal so. Mit den Softreifen starten. Und mal schauen, die beiden sauber soll die auch so noch bekommen. Bei Williams fängt das Problem dann schon an. Also da muss man mal, schauen. Also es kommt drauf an, wie sich das Rennen entwickelt. Das ist wichtig. Trotzdem peile ich hier noch Position 10 Minimum an. Weil wir wollen ja Punkte machen. Wir müssen Punkte machen, ganz klar. Ich habe gar nichts anderes übrig. Vielleicht passiert ja auch das absolute Chaos vorne. Das absolute Chaos, da dreht sich jemand in Kurve 1. Wir können davon profitieren. Gerade die drei davon in der WM. Alonso schlage ich ihn nicht. Also es würde mich schon arg wundern. Gerade das Teamkollege. Gut, der macht natürlich auch vor mir einen Stop. Man könnte natürlich auch nochmal umswitchen und sagen, okay, wir fahren auf dem Medium und fahren dann wirklich die Einschubstrategie und halten dann sozusagen die Hälfte auf. Aber du hast ja eigentlich die Zeit, das aufzuholen, weswegen ich einfach auch nicht für eine Einschubstrategie bin. So, Stroll, mal gucken, was wir in Kurve 1 schon gut machen können. Wird auch entscheidend sein, wir müssen was in Kurve 1 schon riskieren. Sonst habe ich hier schon verloren, bevor es überhaupt angefangen hat. Wir werden wahrscheinlich auch überrundet werden. Also wundern würde es mich irgendwo nicht. Wenn wir hier überrundet werden. So, den Stroll und die Cody möchte ich so schnell wie es geht bekommen. Stroll, Eriksson, Massa. Die beiden Toro Rossos will ich eigentlich auch schnell bekommen, die jetzt nicht so den starken Motor haben. Da sollten wir trotzdem versuchen, mit Fett relativ zügig vorbeizukommen. So, ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche mir selber viel Glück. Nach dem katastrophalen Qualifying hoffentlich ein deutlich besseres Rennen. Es macht ja keinen Unterschied, ob man mit Supersoft oder mit Softreifen gestartet bei dem Spiel. Da kennt das Spiel keine Unterschiede. Das Grip-Niveau ist gleich. So, Ungarn beginnt. Das schwierigste Rennen der Saison, Fragezeichen, jetzt. Oh, Stroll kommt sehr gut weg, ich komme ganz beschissen weg. Magnussen, der bleibt fast da vorne stehen. Oh, da ist ja fast keine Lücke da. Jetzt bildet sich die Lücke. Die Lücke hat sich gebildet. Berührt habe ich, glaube ich, keinen. Grosjean jetzt vor uns. Außen herum mit den schlechteren Reifen. Alonso Move. Ja, Alonso Move, P13. Vor uns Hülkenberg, hinter uns Grosjean. Wir haben Position gut gemacht. Wir konnten ja auch keine Position verlieren, so in dem Bezug. Versuchen jetzt schon mal Benzin ein bisschen zu sparen. Aber auch versuchen dran zu bleiben. Ja, wir haben auch keinen berührt, keine Kollision verursacht. Alles fair abgelaufen. So, Grosjean, der will ja natürlich jetzt ja so schnell wie es geht an uns vorbei. Was ich durchaus auch verstehen kann. Die fette Kabine ist eine ziemliche komische Linie. Ocon hat schon mal Position verloren, der ist auf der 9. Ich weiß nicht, wo gerade mein Teamkollege ist. Und hier sieht man schön, ich komme nicht dran. Obwohl ich auf Fett fahre, komme ich nicht dran. Trotzdem, wir müssen irgendwann den Move setzen. Gegen Hülkenberg, gegen Sainz. Jetzt ein Safety Car. Ja, das würde mir ein bisschen die Karten spielen. Schon.
habe das Gefühl, dass Hülkenberg jetzt schon anfängt, Benzin zu sparen. Der Renault eigentlich ein Auto, was hier besser liegen sollte als von uns. Aber wir können ja super mitgehen mit den Softs. Hülkenberg muss abreißen lassen auf die beiden Toro Rossos. Ich glaube, das ist Teamkollege. Fernando ist auf P8. Der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 3,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superweichen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute. Also Alonso auf P8, Ocon auf P9. Und die Ferraris drehen vorne richtig auf. Also wenn Hülkenberg Pech hat, hat er nachher kein DRS. Kann sein, dass Hülkenberg wirklich Benzin sparen muss. Zumindest habe ich das Gefühl. Und dann können wir auch hinter ihm ein bisschen Benzin sparen. Trotzdem, ich will ihn gleich am Ende oder Anfang Runde 4 dann haben. Damit kann man mich wieder auf den Weg machen kann zu den beiden Toro Rossos. Das ist der Plan. Ja, Hülkenberg ist mir hier auf jeden Fall zu langsam. Also wir müssen hier schnell vorbei. Weil der verliert den Anschluss. Ich will den Anschluss nicht nach vorne verlieren. Weil unsere Trumpfkarte ist am Ende des Rennens mit den Supersofts. Die beiden Toro Rossos duellieren sich, finde ich gut. Immer wird natürlich der Supersoft-Reifen von Hülkenberg schwächer sein als meiner. So, wir sollten DRS haben, er nicht. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,0 Sekunden. Aber siehst du, aber ich tue mich brutal schwer gegen einen Renault-Fahrer. Aber wir haben ihn trotzdem. Daran merkt man zum Beispiel, dass sie einfach mit weniger Flügel fahren als ich. Was ich meine. Und die kommen auch sehr gut aus der letzten Kurve raus. Auch nochmal ein klarer Pluspunkt. So, jetzt ist Sainz der nächste quer in den Punkten. Dafür Ungarn-Verhältnisse ist es hier schlecht, die Komponenten zu tauschen und eine schlechte Qualifying-Position zu haben. Weil das Überholen halt einfach auch extrem schwer ist. Man sagt ja auch immer sehr gerne Monaco 2.0. Zum Beispiel hätte ich auch schon mal das Benzin, den Benzinverbrauch noch haben können. Das war nochmal super geworden. So, und ich fahre gleich mal eine Sekunde schneller als Hülkenberg. Ich will auch meinen Teamkollegen auch nicht so viel Zeit liegen lassen. Auf Sainz. Was, Fahrer vor mir? Sainz vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 Sekunden. Du hast pro Runde 30. Gelb. Helmet aus dem Rennen. Sei der falsche Mercedes. 1,24,2. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen das positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden. Als zu früh. Also das ist zu früh. Also zu früh im Sinne von, da lohnt sich ein Boxenstopp. Wir werden nicht reinfahren. Das ist jetzt ein Vorteil für uns, ganz klar. Das ist jetzt kein Nachteil. Warum ist das ein Vorteil für uns? Ganz einfach, die mit dem frischen Superstopp da vorne, die können jetzt keine Zeit mehr rausmachen. Das heißt, die verlieren jetzt die Zeit bei 5 Runden. Und gerade die Anfangsphase verlierst du ja brutal viel, wenn du dich durch das Feld arbeiten musst. Das kriege ich jetzt geschenkt. Das kriege ich jetzt geschenkt. 22 kriege ich das Benzin geschenkt. Das ist auch geil. Das ist richtig geil. Das heißt, wir können dann nach der Safety-Phase richtig pushen.
Ja, wir sind jetzt schon im Plus. Dann sollen wir die Safety Car Kolonne einholen. Also Hamilton ist ausgeschieden. Hamilton, das ist schlecht für die WM. Also Hamilton ist damit eigentlich schon quasi fast raus. Das spart jetzt nicht nur Benzin, das spart jetzt auch Benzin. Und das ist gut. Lift and Coast, da haben wir gerade gesehen. Wenn du Lift and Coast im Rennen benutzt, finde ich es interessant. Schaut jetzt mal auf das Benzingemisch. Das mache ich das nämlich wieder extrem. Jetzt bleibt er nämlich stehen und wenn ich dann auf die Bremse trete, wupp, wird das sofort korrigiert. Das finde ich so genial. So. Jetzt sollen wir hinter Sainz bleiben. Safety hat immer noch ein paar Bugs drin, aber nicht mehr so gravierend. So, jetzt hat Alonso quasi einen Vorteil gegen uns verloren. Eigentlich alle vor uns haben jetzt einen Vorteil verloren, weil wir verlieren jetzt weniger Zeit auf den langsameren Reifen. Das ist geil. Fahrer vor mir. Sainz liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,5 Sekunden. Du brauchst pro Runde einen Zehntel auf. Sie fahren mit neuen superreichen Reifen. Ja, wie viel Stopp macht der? Dass sie noch zwei. Scados Konkurrent. Max ist momentan auf P4. Der Unterschied beträgt 7,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops haben. Auch zwei Stops, okay. Da wieder Daniel, der ausreißt. Die beiden Ferraris werden hier natürlich in der WM einen großen Satz machen. Das wäre schon nice, in der zweiten Saison Weltmeister zu sein. Das wäre krass. Da würde ich aber das gleich mal einen Codemaster schicken, ja. Nach dem Motto, es geht immer noch in zwei Saisons. Mit McLaren. Gut, Hamilton natürlich ist ausgeschieden, dadurch jetzt natürlich auch Sainz in die Punkte gerutscht. Also, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auch für uns ist das gut, weil Alonso kriegt dadurch mehr Punkte. Ich weiß jetzt, ich sehe gerade nur den Ocon. Ich weiß jetzt nicht, wo der Perez ist. Da vorne ist der Alonso. Kurz mal Visier rausholen. Ne, sehe ich nicht. Bevor Alonso fährt. Alonso ist der letzte, den ich sehe. Also Hamilton, der muss dann. Ja, der muss viel gewinnen. Der muss viel gewinnen in der zweiten Saisonhälfte. Wobei ja Ungarn schon die zweite Saisonhälfte ist. Das findet ja mal nach der Sommerpause statt. Also bisher kann ich mich nicht beschweren über dieses Rennen. Rennen deutlich besser als das Qualifying. So, ich spare natürlich auch Reifen, aber das ist bei mir nicht so entscheidend. Mal gucken, ob irgendjemand zu schnell gefahren ist während der Safety Car Phase. Das gibt es auch. Magnus hatte das zum Beispiel in Großbritannien bei Virtual Safety Car. Wie gesagt, es gibt noch den ein oder anderen Safety Car Bug. Da haben wir den Energiespeicher schon. Ja gut, jetzt könnte man es sehen. Perez ist vor Alonso, okay. Perez, Ricciardo auf der 5. Was macht der Ferrari da vorne? Okay, das war jetzt angenehm. Das war jetzt nicht so toll. Ich hab den besser, aber man weiß es. Aber wie früh hier. Einfach der Sainz mal bremst. Und dadurch sind wir vorbei. Starkes Manöver. Keine Berührung, nichts Unfaires. Reingebremst. Oldschool-mäßig halt. Er hat so ein bisschen an das Manöver in Großbritannien erinnert. Gegen Vettel. Auch deutlich später auf der Bremse gewesen. Bremse ganz klar das Schneckenpferd. Wir müssen jetzt nicht mehr Benzin schmeißen, wir müssen keine Reifen schon. Wir können nach vorne. Wir können nach vorne. Sainz überrumpelt beim Restart. Ja,
Ja, hier fährt die KI eine ganz andere Linie im Rennen. Keine Ahnung, es ist wie in Monaco und Tabak. Es ist noch kein DS aktiviert. Naja, den Quert mache ich nicht, das ist zu weit weg. Man hätte es machen können, klar, hätte Quert nachgegeben. Bei Science war ich näher dran, Ocon kommt auch nicht wirklich weg. Also man, es bildet sich schon wieder die ersten Lücken. Und dieses Mal ein früher Ausfall im Rennen. Mit Hamilton und vor allem ein Topfahrer. Das ist ja alles random. So, weiter pushen. Ja, jetzt fährt wohl keiner diese komische Linie. Das hat man direkt gespürt. So, danach ist hier DS freigegeben. Ich sollte versuchen, dran zu bleiben an Kwiat. Auch an Sainz merkt man ganz deutlich, das Hinterherfahren ist gar nicht so einfach. Dann gibt es nur einen Messpunkt für beide Zonen. Perez hält auf. Perez auf der 5 hält auf. Und mit P5 könnte ich extrem gut leben. Weil das wären 10 Punkte. Wir müssen die Entwicklung des Autos noch ein bisschen vorantreiben. Wir müssen eigentlich noch auf Ausfälle hoffen. Das ist auch komisch. Wir müssen auf Ausfälle hoffen. Für die WM. Aber da darf kein Rennen mehr schief gehen. Kein Rennen. Gut, Monaco und Kalle haben mir das ermöglicht, in der WM jetzt hier so weit vorne zu sein. Ist natürlich auch ein bisschen Glück noch mit behaftet. Jetzt fährt quer diese komische Linie. Dadurch verliert er Zeit. Man sieht es ja ganz klar. Er kann diese Rechtskurve nicht so fahren, wie sie gerne fahren möchte oder muss. Ich hab DRS ja nicht. Diesmal reicht der Move, dicker. Fahrer vor mir. Ocon liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,8 Sekunden. Du verlierst pro 113. Sie fahren mit beiden Superweichen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 24,0. Macht hier irgendjemand überhaupt 3 Stopps? Ich bezweifle es eigentlich. Auch Alonso ist nicht weit weg. Und Perez auch nicht. Also bis Perez ist möglich. Red Bull ist weg. Weil die Top-Teams waren hier sowieso nicht angreifbar. Wir müssen halt auch Schrecken gut sein, wo das Chassis nicht so eine große Rolle spielt. Ja, man sieht auch, Alonso ist auch schneller. Ja. Hier macht auf jeden Fall Red Bull Punkte gut. In der Konstrukteurswertung. Ja, man merkt, dass man hier deutlich mehr Benzin verbrennt. In der Runde. Fahrer vor mir. Wir vermuten, dass sie noch
Ah, die Red Bulls sehe ich da vorne noch. Aber die drei Top-Autos nicht mehr. Das sieht man schön auf der Streckenkarte. Die sind weg. Die sind weg. Der Vorteil für uns ist auch, wo kommen die nachher raus? Kommen die mitten im Verkehr raus? Oder nicht? Aber der Verkehr wird sich hinter uns schnell auflösen. Die waren alle auf Supersoft unterwegs. Wir waren wirklich der einzige Ausreißer. Mit den Softreifen. Und die nicht. Deswegen gibt es hinter uns keinen, der aufhalten könnte. Das geht noch. Ich hoffe, dass die Teile nicht fehlschlagen in Belgien. Ich hoffe, dass sie gut durchkommen. Gerade das Große, dass es durchkommt. Selbst ein Teil in der Aerodynamik bisher schief gegangen. Da habe ich echt Glück bisher gehabt bei der Entwicklung. Außer am Anfang beim Motor, da ging auch einiges schief. Der Alonso ist neugierig. Jetzt würde Perez nicht so eine komische Linie da vorne fahren. So langsam sind wir nur kommt dran. Durch das Qualifying hat jeder frische Reifen auch am Start gehabt. Fahrer vor mir. Okay. Jetzt nochmal ein Safety Car, wäre nicht so toll. Dann würde ich aber in die Box fahren. Mit einem Softreifen holen. Ja. Und zum Schluss richtig pushen. Das wäre der Plan. Das wäre der Plan. Wir haben auch jetzt ungefähr die Hälfte des Rennens. Hinter uns. Also für den Stint. Der ist, habe ich schon bekommen. Und Sainz verliert richtig. Der hat schon 4 Sekunden Rückstand. Der hat auch seinen Teamkollegen schon vorbeilassen müssen. Guck, ob ich Ocon auf der Strecke überholen kann. Würde mich allerdings wundern. Und der muss die Softreifen nochmal fahren. Und das ist ein Vorteil-Sektor. Besser dem ersten Sektor, okay. Kong wird keinen DS mehr haben. Der scheint jetzt wohl Benzin zu sparen. Junge, jetzt werden wir in der Safety-Phase machen können. Ich glaube, man merkt, der Deutsche ist jetzt auf Standard. Mehr verbrauche. Deswegen war vielleicht auch das Benzinsparen so schwierig.
Ja, bei diesen mittelschnellen Kurven merkt man, dass man einfach mit den Autos nicht so wirklich hinterherfahren kann. Da hätte ich sogar schon reinstechen können. Die DS-Zone ist viel zu kurz. Weil jetzt setzen sich leider auch Alonso und Perez ab. Ocon hält mich jetzt auf. Leider. Wenn man sieht, Alonso und Perez weg. Aber ich muss dranbleiben. Ah, die Runde wird's leider nicht. Außer wird sauber nochmal im Schlusssektor. Aber da zaubert die KI ja immer gerne. Da, der ist kriege ich aber. Das reicht bei weitem nicht. Vettel an der Box nimmt Supersoft-Reifen mit. Einige werden sich jetzt fragen, wann macht eine Einstoppstrategie Sinn? Das macht jetzt eigentlich zum Beispiel Sinn. Okay, ich merke, es macht nur Sinn, wenn ich die gleiche Runde erwische wie Vettel und der muss danach nochmal rein. Aber damit er mit den neuen Reifen so schnell sein. Also ich fahre wirklich mit dem Supersoft nochmal. Aber ihr könnt euch dann ausrechnen, wie lange ich mit dem Reifensatz hier fahren müsste. Der geht jetzt 22% runter. Also ich müsste locker bis Runde 45, wenn nicht sogar noch länger fahren. 50. Um da wirklich die Pace von dem Supersoft voll auszuspielen. Das könnte diesmal reichen. Musst du den Scheitel treffen? Den treffe ich auch. Ist das Übermanöver komplett in Ordnung? Fahrer vor mir. Fernando vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,4 Sekunden. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Sie fahren mit beiden Superweichen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Letzte Rundenzeit lag bei 23,5, okay. Stark vom Teamkollegen. Hätte war sehr früh drin. Das heißt, er könnte sogar eine 3-Stopp-Strategie fahren. Wir werden auch immer schneller. Das ist das Schöne daran. Jetzt haben wir auch hier keine Dirty Air. Das ist wunderbar. Dann brauchen wir auch die 23,5. Also Vettel sehr früh an der Box. Ja, 1,21,4 sagt alles aus. Das sind 2 Sekunden. Hat somit jetzt freie Fahrt. Man kann den Reifen auch ausspielen. Ich denke mal, dass Vettel 3-Stop fährt.
Heißt, unterm Strich sollte ich mich gegen den verteidigen. Wofern das möglich ist. Boah, das ist ja wohl mich nicht, wenn ich in der Boxengasse bin. Weil das habe ich eher das Gefühl. Da müssen in der Theorie nochmal ein Safety Car kommen. Ach, da hinten ist er schon. Ja, okay, der fährt an dem Ocon ja vorbei. Fährt an Ocon ja wortwörtlich vorbei. Fahrer vor mir. Scheide nicht erwischt. Ja, Alonso ist schnell unterwegs. Die 23,4 fährt er noch. Okay. Und Vettel kommt in riesen Schritten. Ja, Mitte da verlieren sie. Da wollen wir eigentlich nicht verteidigen, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, dann zieht, lass ich Vettel lieber ziehen. Ja, den lassen wir ziehen. Das macht ja, ja null Sinn, macht das. Nächsten an der Box. Bottas zum Beispiel. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Fahr mit neuen Superweichen durch. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Einen Stopp, ja. Fahrer vor mir. Viertel vor dir. Verlierst etwa 1,6 Sekunden. Fahr mit neuen Superweichen durch. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen. Hab ich mir gedacht. Rundenzeit lag bei 1,22,2. Also das ist wieder ein Rennen für Bottas nach dem Motto, ja. Und nicht für Vettel. Also fährt in der schlechtesten Ausgangsposition. Weil er muss einen Stop rausfahren auf einem Mercedes. Ja, da fahre ich immer sehr weit raus. So, Bottas muss ich ein bisschen gedulden, wir sind keine Überrundung. Teamkollege jetzt an der Box, ja eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Okay, der Wagen hinter dir fährt jetzt mit superweichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt mit superweichen Reifen. Fernando ist gerade an die Box gefahren. So, jetzt fahren wir natürlich noch länger. Der nächste ist dann Kimi, Fahrer hinter mir. Brayken liegt hinter dir. Okay. Der fährt auch zwei Stops, also macht er noch einen Stop. Ja. Da ist berechenbar. Teamkollege schon wieder draußen aus der Box. Okay. Ich glaube, das Teamkollege. Fernando gerade auf P7. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,3 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Okay, super weich. Da kommt Räikkönen. Perez war dann auch schon drin. Und zwar wenn ich auf der 3. Weil Vettel uns überholt und Bottas. Das heißt, jetzt waren sie alle drin. Nur wir noch nicht. Jetzt wäre ein Safety Car ein goldenes Geschenk. Okay, Abstand zum Teamkollegen,
Das ist Verstappen. Okay, fahr rein hinter mir. Verstappen hinter dir. Okay, wir können zu deinem Hintermann betreten. Gelb. 0,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superweichen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei... Ja, du hast im Rennen. Okay, hier eine Position geschenkt. Information zu Ricardo. Sie sind aus dem Rennen. Virtuelles Safety Car. Virtuelles Safety Car, nur. Geschwindigkeit sofort verringern. Positives Delta halten. Na, Raikönig wäre fast zu schnell gefahren. Das virtuelle Safety Car. Kommt es drauf an, wie lang das draußen ist? Wenn das bis zu meiner Boxengasseneinfahrt draußen ist, ist es ein Vorteil. Okay, dann fahren wir nicht rein. Gut, da kann man echt mal lieber was verschenken. Schade. Jetzt wären wir in die Box gefahren, ganz klar. Und dann spare ich auch Zeit. Also zwei Topfahrer draußen. Aber keine, der um die WM fährt. Hat es mir was gebracht? Es hat mir trotzdem was gebracht, natürlich. Wenn jetzt einige gefragt hat, hat es was gebracht? Ja. Ich verliere jetzt auf den Reifen, wo ich die Pace sowieso nicht mehr wirklich hochhalten kann, verliere ich jetzt weniger Zeit gegen zum Beispiel Alonso, als wenn wir jetzt unter Rennbetrieb fahren, weil der hat ja frische Reifen. Und der will die Reifen ja eigentlich ausfahren und nicht hier im Schneckentempo rumgucken. Das bedeutet, er verliert dadurch mehr Zeit. Und bei der Boxenstopp, da brauche ich das, glaube ich, nicht vorrechnen. Was dann gewesen wäre. Zum Beispiel auch Verstappen holt in Riesenschritten auf. Aber jetzt wird schon fast Pflicht, Perez und Alonso zu schlagen, um Sechster zu werden. Okay, Abstand zum Führenden 9,7 Sekunden. Warum hat eigentlich Alonso freie Fahrt? Alonso müsste auf P6 sein. Schattes Teamkollege. Logisch, dass er jetzt fast 2 Sekunden schneller fährt als ich. Das sind halt die Reifen. Ein richtiges Safety Car hat mir da jetzt in die Karten gespielt. Es war richtig in die Karten gespielt. Rennstrategie. Okay, dir bleiben noch 2 Boxenstops. 2 weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstopfenster öffnet. Wie käme ich denn raus auf P7? Okay. Gar nicht so unwichtig. 6, 7. Vor dem einen Punkt. Das ist wichtig zu wissen. Der Boxenstopp-Fenster zwischen Runde 29 und Runde 40. Wobei Runde 29 schon fast Halbzeit ja ist. Also man könnte auch mit dem Medium versuchen durchzufahren, wäre auch eine Alternative. Klar, da müsste Alonso den ganzen Boxenstopp aufholen. So,
Dann werde ich hier nicht bedeutend schneller. Und wenn der nachher einmal dran ist, dann hat sich das sowieso erledigt. Wo freue ich mich, wenn die dann auf den Softreifen unterwegs sind? Ich glaube, den winken wir auch vorbei. Paar Reihen hinter mir. Das ist Fernando hinter dir. Der Abstand zum Meter beträgt 2,7 Sekunden. Weiß er schon, ja. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei. Ah, dann sagst du mir das an. Aha. Wenn ich gerade das Teamkollege sage, dann sagt er mir das nicht an. Ist das eine fiese Schlange? Ja, wir machen noch zwei Stops. Deswegen haben wir auch, fahren wir auch nicht gesehen, oder wir fahren ja nicht wirklich dann gegen Verstappen. Wichtig ist, dass da die 7 stehen bleibt. Daraus keine 8 wird. Das müsste dann Perez noch sein. Der dann irgendwo noch dahinter ist. Gegen Alonso gewinne ich aber auch nichts. Er gewinnt sogar noch. Oh, dann wird ja, dann fand ich aber mit deutlich weniger Flügel als ich. Was mich extrem wundert. Vettel liegt auf Platz 1. Ja, aber der gewinnt das Ding nicht. Da lege ich mich fest, das gewinnt Bottas. Das wäre Bottas nächster Sieg. So, Runde 29. Wir müssen eigentlich jetzt rein. Es ist gerade auf P9 runtergesprungen. Gar nicht gut. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Wir müssen den Boxenstopp eine Runde nach vorne verlegen. Verkehr kann ich nicht gebrauchen. Will nicht wissen, im Renderprogramm werde ich sehen, wie viele Frames da richtig waren. Oder wie viele da gefehlt haben. Los, los, los! Oh, komm, komm vorbei, aber die nächste Gruppe darf nicht an mir vorbeikommen. Wir machen heute noch einen Boxenstopp, einen Boxenstopp. Die da! Perfekt, würde ich sagen, super! Das war perfekt. Perfekter Stop. Good job. Das habe ich nicht verstanden. Ja, das war klar. Das will er gar nicht hören. Das war... Deswegen, da habe ich mal gesehen, was die Boxengassen einfach meinen, wie entscheidend die sein kann. Auch mal die am Limit auszufahren. Weil da hat wirklich jede Sekunde gezählt, die ich verloren hätte. Gegen die beiden. Stellt euch mal vor, ich wäre hinter denen. Das ist eine Katastrophe gewesen für meine Strategie. Und Perez ist dahinter und Gelb im zweiten Sektor. Aber das ist nur Ericsson.
Aber jetzt schau doch mal an, was ich da verloren hätte gegen die beiden. Deswegen war das so wichtig. Total wichtig war das. Das interessiert mich nur nicht. Also gelbe Flagge ist echt eine Flagge, die ich sehr gerne ignoriere. Hat der Rosberg hier damals auch gemacht. Schön die Flagge ignoriert. Rennstrategie. Den Perez hätte ich auch nicht überholt auf der Strecke. Den Ocon muss ich auf der Strecke überholen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,8 Sekunden. Fahrer vor mir. Ocon vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,8 Sekunden. Du holst pro Runde etwa 6 Zehntel auf. War mit 9 zu erreichen. Okay, 6 Zehntel. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 22,5. Alter, wenn ich meinen Teamkollegen sehe, wo der ist. Ja. Aber wenn ich den nicht kriege. Das weiß ich ja jetzt schon. Also ist P6 echt das Maximum. Boah, die geht so schwer im vierten. Auch Perez verliert Zeit. Ja, Perez ist ein Problem. Bei dem muss ich wahrscheinlich auch auf der Strecke nochmal überholen. Weil der neue Soft wird schneller sein als der angefahrene Reifensatz, den ich dann habe. Deswegen am besten die Lücke schließen auf Ocon. Scartos Teamkollege. Fernando ist auf B5. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 17,2 Sekunden. Sie fahren mit Balken zu erreichen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,22,0. Okay, das ist stark. Nochmal 2 Zehntel. Ja, nochmal ein bisschen schneller gefahren. Wir holen doch Ocon auf. Wichtig. Das ist wichtig gegen Perez. Das ist sehr wichtig gegen Perez.
Das wäre jetzt besser gefahren, die Kurve. Jetzt bin ich gerade voll im Fokus. Voll konzentriert. Weil wir müssen die Lücke nach Ocon schließen. Aber wir müssen die Lücke nach Perez jetzt größer machen. Das ist der strategische Hintergrund. Ja, das werde ich, glaube ich, nicht mehr aufholen. Hin sind es 4,4. Perez ist ja doch zu schwach. Er hat so viel Zeit gegen Sainz verloren. Gelb im Schlusssektor. War mal gelb. Überrundungen könnten ja auch ein Problem werden für die Top-Leute. Vettel dreht vorne auf. 1,20,6. Er war da nochmal drin. Jetzt sind wir bei den 13% leider angekommen. Mein Teamkollege musste auch schon überrunden. 4,5. Fahrer hinter mir. Ja, Sektor besser. Das ist der erste Sektor, scheint mein Sektor zu sein. Auch gegen Vettel. Wo das eigentlich mein Sektor sein sollte. Mein schlechtestes Ergebnis ist in dieser Saison hier aktuell P7. Also unter P7 bin ich nie gekommen. Das scheint sich auch hier fortzusetzen. Obwohl Force India so gutes Chassis hat. Verlieren sie. Aber wenn ich eine Zehnte langsamer bin im ersten Sektor. Perez ist da doch schneller. Da hat er jetzt echt aufgeholt im ersten Sektor. Ist einfach ein Motorensektor. So, an Ocon bin ich gleich dran. Vettel gibt da vorne richtig Stoff. Commentary kommt gerade hier komplett runter. Weil ich so auf das schnelle Fahren gerade fixiert bin. So, Korbi, jawoll. Auto zwar gerutscht, aber am Scheite geblieben.
Stuttgart ist Teamkollege. Fernando ist auf B5. Okay, Abstand zum Teamkollegen 16,1. Sogar gar nichts mehr auf. Ja, Alonso ist hier der Stärkere, ganz klar. Sobald der Kurs irgendwie schnelle Kurven hat, oder viele Kurven hat, ein wenig gerade, wie in Spanien, dann ist Alonso zur Schelle. Dann ist er richtig zur Schelle. Aber ich nicht. Rennstrategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 12 Runden. 12 Runden. Okay. 12 verdammte Runden. Oh. Da haben wir aber komplett den Scheitel verpasst. Ja, jetzt ran von Ocon wird schwer. Ich könnte natürlich noch meine Strategie umswitchen, auf die Softreifen gehen. Wäre eine Alternative. Gerade frage, warum war der Perez eigentlich hinter den Sainz? Der Sainz war doch nicht auf harten Reifen unterwegs. Langsam wird es ungemütlich mit den Dingern. Wo es eigentlich geht. Ja, für mich müsste 15 Sekunden noch aufholen auf ihn. Halte ich für nicht möglich. Die Beinforce Indias, das ist mein Ziel. Gerade Perez und Ocon. Und Punkte hätten wir. Wie gesagt, Belgien und Italien können wir attackieren. Singapur habe ich sowieso vor, den Sieg einzufahren. Malaysia wird ganz schweres Ding. Lässt sich jetzt super gerade reinfahren mit den Superstops in die Kurve. 22-0. Perez 5,7. Ah, das ist nicht mehr ganz so viel. Und davon ist die erste Überrundung. Für uns. Oh, die wird Ocon richtig nerven. Ein paar Informationen zu Vettel. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Aber das hilft. Für ihn auf jeden Fall nicht, weil dadurch gewinnt Bottas das Ding ja ohne Probleme. Bin ich dran an Ocon? Müsste ja auch gleich die S haben, aber ja auch. Ja.
Nein, ich will auch so schnell wie es geht an dem vorbei. An Wehrlein. Was macht denn der da? Ich wollte eigentlich innen rein. Bremsen, merke. Oh, der macht nach links, okay. War nicht schön, die Aktion. Gut, ich habe natürlich jetzt ein bisschen was verloren. Weil der war so weit weg noch, der Wehrlein. Aber ich wollte ihn hier auf keinen Fall vor mir haben. Gut, ich habe das CS, das bringt mir aber nichts. Ich komme nur, ich komme nicht mal hin. Wenn ich reinfahre, käme ich komplett bei freier Fahrt raus. Softreifen würden das packen. Peres ist abgebogen. Okay, ich muss eigentlich. Ich bin gezwungen, eigentlich reinzufahren. Alonso ist nicht mehr mein Gegner. Guck mal, wo Kong abbiegt. Oh, 19 Sekunden auf Sainz. Ja, das ist ganz schlecht. Und Ocon biegt leider ab, okay. Da cover ich mich jetzt nur gegen. Rennstrategie. Sieben. Eigentlich zu lang. Sainz war hinter mir, das heißt, Perez ist dahinter gefallen. Und der Sainz war auf den gelben Reifen unterwegs. Ocon könnte auch dahinter gefallen sein. Schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Ja, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Runden fahren. P7 käme ich raus, das wird sich nichts ändern, hä? Gegen Ocon. Brauchte jetzt Rundenzeitenvergleiche gegen meinen Teamkollegen. Noch. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,6 Sekunden. Noch führt der. Das ist es noch.
Alonso ist schneller als ich. Ja. Er kommt wieder ran. Schalte ich denn da in den sechsten, ey? ...22,2... Fahrer hinter mir. Fernando liegt hinter dir. Der Abstand zum Etappe beträgt 0,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichen. Letzte Rundenzeit. Dabei 1 Minute. 1 Sekunde. Ja, das ist im Umkehrschluss zu viel. Weil dann wird das Perez auch fahren. Da hatten wir 5 Sekunden. Unterm Strich 5 Runden. Das heißt, wir müssen den Boxstopp um 2 Runden nach vorne verlegen. Wir fahren trotzdem mit frischen Supersofts. Bottas ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. Ja, sag ich doch, der Vettel bleibt da nicht vorne. Ja, neue Softs sind schneller. Sehe ich auch am Verstappen gerade. Was 4,9 macht 6,2. Aber es sieht auch gerade, wenn Hülkenberg nicht Platz macht. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Ich hasse das, ich hasse das. Mach Platz, Dankeschön. Was? Das regt mich auf. Lieg auf der Geraden. Bremsen, nö, wir bleiben da schön daneben. Man kommt ja auch so leicht vorbei. Jetzt wären wir noch P7. Aber dafür darf ich auch Alonso nicht vorbeilassen. Also in echt würde man jetzt sagen, Fernando, mach nicht so viel Druck. Spar Komponente. Spar Motorleistung, bringt das Ding nach Hause und nervt dich deinen Teamkollegen. Der muss eh nochmal rein. Und der fährt gerade gegen Perez und Ocon. Du bist da safe. Was für ein Funkspruch zu Alonso, das muss man echt sagen. Der ist eh auf eine andere Strategie unterwegs, macht nicht zu viel Druck. Müssen hier mit deutlich weniger Flügel fahren. Wollte es Fahrer hinter mir. Ocon hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 17,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichen rein. Letzte Rundenzeit lag bei 1,7. Zeit letzte Runde. Wenn ich mein Problem. Not my problem. Okay, Ocon holt richtig jetzt auf. Boxenstopp. Okay, wir können nicht diese Runde einholen. Wir gehen ja trotzdem auf die Super Soft. Ja, das halten die aus. Frische gibst du mir, ja? Nur mal so als Randnotiz. Fertig, los jetzt. Danke. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Gut. Die sind frisch. Und das war wieder auf der letzten Rille.
glaube bei 50 Meter bremse ich da ungefähr runter, aber das sieht echt knapp aus. Okay, jetzt müssen wir nur noch Kock auf der Strecke bekommen. Oh, der Wagen gibt aber kaum mehr Grip her, gefühlt. Ja, da soll ich ja nicht schnell runter vom Curb. Alonso ist hier klar der Schnellere. ...1,9. Ich habe nur eine gewisse Zeit gegen Ocon. Status Teamkollege. Muss daran. Und zwar schnell. Der hat doch die ganze Zeit schon ein Problem, oder nicht? Mit der Ausschalter habe ich auch nochmal. War ich auch nochmal Punkte gut. Ich muss da mehr auf Bottas gucken. Bottas und Kimi eigentlich. Das sind eigentlich die beiden Fahrer, die aktuell einfach da mehr Glück haben. Doch so viel. Doch so viel. Perez wird nicht einfach. Schönes Untersteuern. Danke, Auto. Beziehungsweise, das war eher Rutschen als Untersteuern. So, aktuell ist es gerade schwer, an Perez ranzukommen. Hier wieder rankommen, das eine, vorbei das andere. War nach langer Zeit wieder ein Duell gegen Ocon. Weiter Weg. Krieg auf jeden Fall das DS. Das ist nice. War noch mal ein Tick schneller. So, jetzt beginnt eigentlich die Zeit langsam abzulaufen. Versuchen jetzt dran zu bleiben. Lautet die Devise. Jetzt ist eigentlich alles egal. Okay, was ist da passiert? Gelb im zweiten Sektor. Das
Sainz aus dem Rennen. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Das sollte locker reichen. Alter, der fällt mit so viel weniger Flügel. Oh, wir haben ihn. Boah, Vettel auf der 5, war er vor mir? Vettel liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 15,2 Sekunden. Du holst pro Runde 1,6 Sekunden auf. Sogar mit 9 Weichen rein. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 22,4. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 14,7 Sekunden. Guck, ob ich den noch kriegen kann. Guck, ob ich den echt noch kriegen kann. Oder hat er sich schon wieder erholt? Von seinem schönen Problem. Ich kann mich sogar von Ocon absetzen. Aber wie darf der gerade abgegangen ist, der Ocon? Ja, leckt mich am Arsch. Fahrer vor mir. Viertel vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 15,5 Sekunden. Du fährst pro Runde um etwa 20. Ja, jetzt ist er wieder normal, ja. Jetzt fährt er wieder sein normales Tempo. War aber gut, wenn Alonso sich noch ein paar Punkte abjagen kann. Stratos Konkurrent. Max ist auf P3. Der Abstand beträgt 26,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichen auf. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,1. Ja, Vettel ist wieder deutlich schneller. Wow, Kong verliert sogar Zeit auf mich. Und wegen, der ist richtig schnell gerade. 19,8. 19,9. Der Abstand zum Führenden beträgt 48 Sekunden. Ja, das holen wir noch auf. In 16 Runden. Alter, da müsste man pro Schnitt 3 Sekunden schneller fahren. Dann doch schneller die vorbei ist. Ne. Selbst ein Safety Car. Jetzt ein Safety Car wird mir nicht mehr weiterhelfen. Also P6 ist aber trotzdem ein Top-Ergebnis. Klar, profitiert von Hamilton und Ricciardo. Klar, muss man sagen. Alonso auch noch vor uns. Dann wäre in der Theorie Platz 8 natürlich der verdiente Platz gewesen. Also besser als P8 wäre da nicht drin gewesen. Offen und ehrlich natürlich. Aber gehört halt zum Rennen dazu, wenn zwei ausscheiden. Die beiden sind nun mal ausgeschieden. Von dem her. Sechster, aber muss ja auch erstmal die. Ich muss erstmal die beiden Force Indias schlagen. Klar, das Safety Car hat mir da die Karten gespielt. Keine Frage, aber das zeigt auch eigentlich, wo unser Auto momentan steht. Es fehlt ein bisschen was zu Red Bull. Nicht viel, aber es fehlt ein bisschen was zu Red Bull. Und zu Mercedes und Ferrari fehlt noch deutlich was. Also das werden wir auch, glaube ich, Ende der zweiten Saison vielleicht aufgeholt haben. Das bedeutet wirklich, in der dritten Saison geht es um den Titel. Also spätestens dritte Saison Titel. Ja, und mal schauen, ob ich die Schrapazierfähigkeit dann ab der dritten Saison investieren will oder nicht. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 18,6 Sekunden. Oder ob ich so mache wie in dieser Saison, dass ich sage, ja gut, da krallen wir dann wieder 4 Rennen raus. Wo ich genau weiß, ja gut. Die muss ich mir nehmen.
Die werde ich mir dann aber am Ende zum Beispiel der Saison nehmen, bewusst am Ende der Saison, weil wir das Auto dann quasi in der Entwicklung weiter voranbringen, nach wie vor, logisch. Deswegen werde ich dann wirklich so ab, ja, wir werden dann da Teile wechseln, Belgien, Italien, wo es dann wirklich knapp wirklich wird, oder auch Ungarn, das werden dann vielleicht 3 Rennen sein. Wir werden dann noch einmal zwischendurch in das Getriebe ein bisschen müssen. Da komme ich sowieso nicht drum herum. Das weiß ich halt einfach schon. Dass wir einmal ins Getriebe ein bisschen müssen noch. Damit zählt. Wie viel Prozent haben wir jetzt hier runter? 7. Oder knapp 10. Ja, 10 bis 50. Nochmal die Hälfte des Rennens nochmal für das Training und Qualifying drauf addiert. Ja, Magnus, das war jetzt nicht intelligent eigentlich. Aber hey, ist egal. Vorbei ist vorbei. Also nach 2. Naja, nach 2 Getrieben haben wir jetzt heute das 6 Rennen halten. Also auch da kann man dann quasi 1000 Ressourcenpunkte sparen. Vettel müsste dran sein, an meinen Teamkollegen jetzt. Wie gesagt, wenn Alonso es schafft, den Punkt abzunehmen, ist das super. Weil ich denke auch jetzt schon so ein bisschen an die WM, weil wir einfach in der Position da auch sind, darüber nachzudenken. Weil vielleicht schadet ja auch mal ein Bottas von ganz weit hinten. Ja, oder auch ein Raikönen. Und dann müssen wir da zur Stelle sein. Aber dafür muss die Entwicklung natürlich auch nicht fehlschlagen. Das ist die Befürchtung, die ich eigentlich gerade habe. Bitte nicht fehlschlagen. Beides am besten nicht. Weil sonst muss ich das dann quasi... Es wirft uns minimal zurück. Sag ich es mal so, wir müssen dann quasi wieder 300 Ressourcenpunkte in ein kleines investieren und wir müssten, ja, wir müssten 450 in ein großes Teil investieren. Gut, wäre aber noch billiger, als wenn ich jetzt die Qualitätskontrolle gemacht hätte. Das stimmt, das ist auf jeden Fall wahr. Bei der KTI ist ja schon 500 Punkte gekostet, das hat mir nichts gebracht. Das hat mir dann erst was gebracht, wenn wirklich alle Teile nicht fehlgeschlagen sind. Das ist 7,5% zu wenig. Ja. Man muss gucken, was ist auch noch mal ein bisschen, ja, vielleicht nachjustieren dann für den nächsten Ableger. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 19,4 Sekunden. Ja, der ist knapp vor Vettel. Und mich wundert, dass er die Position halten kann. Hier fertig ja ich vielleicht mit 6, 6, 7, 7 Flügel maximal. Mehr auch nicht. Gut, die Reifen sollten halten. Also bin ich reingekommen. Also die sollten halten. Fahrer hinter mir. Ich glaube auch, dass man das Chassis im Spiel am wenigsten merkt. Eine Vermutung, aber ich glaube, das merkst du am wenigsten. Das ist mir auch schon so ein bisschen im Vorgang aufgefallen. Das Chassis merkst du kaum. Warum auch immer. Deswegen habe ich das Chassis auch noch nicht gemacht. Noch gar nichts entwickelt. Jetzt ist Alonso leider... Ja, die duellieren sich da. Mir gefallen, haut ein paar Frontflügel kaputt. Boah, Alonso und Vettel duelliert sich da tatsächlich. Und wie die sich da duellieren.
Ocon natürlich auch geschlagen durch die Boxengasse. Einfahrt. Beide, wohlgemerkt, beide muss ich da sagen. Beide am Limit. Und nicht darüber hinaus. Gegen Verstappen ziehen wir natürlich auch den kürzeren. Aber da, ich glaube, da werden wir Vorteile haben, dann in Belgien zum Beispiel. Da werden wir ja in Red Bull dran sein. In Belgien, Italien. Gut, dann vielleicht kriegen wir dann den Benzinverbrauch nochmal. Das wäre nochmal super. Ein großes Upgrade dann für Italien und für Singapur sowieso. Mit dann die erste Saison, danke, minus 3 Runden Benzin. Zum Beispiel in Singapur lohnt sich ein Stop. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 19,5 Sekunden. Aber in Singapur wird das Qualifying schon entscheidend sein. Aber auf die nächsten drei Rennen freue ich mich sowieso. Ich bin immer froh, wenn Ingern rum ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Schon häufiger. Ich bin immer froh, wenn Ungarn rum ist. Dann kommt Belgien, Italien, Singapur. Das sind meine drei Lieblingsstrecken. Hintereinander. Im Rennkalender. Das ist die geilste Zeit, finde ich. Belgien, Italien, Singapur. Geile Zeit. Und dann kommt so ein bisschen Malaysia, was dann so den Rhythmus stört. Und dann kommt man wieder Japan. Also, wenn Malaysia und Japan tauschen würden, wäre das noch epischer. Für mich. Ja, dann kam halt noch so solche, ja, außer Brasilien noch mal solche Auslaufmodelle. Außer Mexiko. Mexiko finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, greifen sie noch sehr gut aus wie die letzten Runden. Strategie, alles richtig gemacht. Würde ich sagen. Das Maximum rausgeholt. Keine Fehler. So und nicht anders muss das sein. Bei euch kommt heute das Aserbaidschan-Rennen. Das hatte ich mal Wochenende. Jetzt hatte ich Zeit zum Produzieren. Komma 1. Der verliert sogar noch Zeit auf mich. Fahrer hinter mir. Ocon hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4,1 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 1,4. Fahre ich auch. Fahrer vor mir. Fernando vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 20,6 Sekunden. Sie bauen ihre Führung auf 6 Zehntel pro Runde aus. Kein Kommentar. Alonso war hier nicht drin. Vielleicht muss man nach einem anderen Setup hier schauen. Weil der fährt jetzt natürlich schneller. Wobei mein Reifen vielleicht noch ein bisschen schneller sein müsste. Aber wenn, dann wirklich nur minimal. Safety Car war nochmal nice. Safety Car wäre jetzt richtig nice. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,3 Sekunden. Boah, und die Hintermann. Also, Alter, der fällt jetzt so viel im Mittelteil. Der Ocon.
Da verliert er die ganze Zeit. Gegen Alonso verliere ich die Zeit im Schusssektor. Ja, 4,2, das bleibt echt gleich. Diesbezüglich keine Probleme. Komma 1, hat er im ersten Sektor nichts aufgeholt. Der liebe Ocon. Sehr weit draußen. Noch 7 Runden. Oh, gelb. Ja, reicht nur. Aber ja, beide saubers. Mir waren andere Fahrer ein bisschen lieber gewesen noch. Ja, zum Schluss. Aber Ungarn scheinen viele aus. Das schafft mir auch noch mal ein bisschen Zeit. Der jetzt eine Sekunde plus habe oder nicht. Die KI ist auch sehr vorsichtig geworden, was das betrifft. Also, ja, Hamilton, Ricciardo, Sainz, Wehrlein, ich glaube Eriksson. Da bin ich erstmal gerade Rhythmus gerade raus, ja. Brandgefährlich eigentlich, so noch über den Kopf zu brettern. Ja, 2,7. Das hat mir Zeit gekostet. Das virtuelle Safety Car. Wollte da kein Risiko eingehen. Jetzt der Durchfahrtsstrafe ist absolut tödlich. Verteidigen kann ich mich auch. Wir fahren das Ding jetzt nach Hause. Einen guten 6. Platz. Wow, wow, wow. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 22,1 Sekunden. 22,1. Es wird immer größer. Auf Hongkong baue ich auch immer meinen Vorsprung aus. Also gegen ihn passt das wie die Faust aufs Auge. Das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, warum ich sage, das Chassis bringt nicht ganz so viel. Weil der Perez gegen den Alonso kann man in meinen Augen zum Beispiel sehr gut vergleichen. Ja. Gerade auf so einer Strecke hier. Vom Motor sind wir ein Tick besser. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, von der Leistung besser. Sondern das Benzin, der Benzinverbrauch macht das möglich. Der Motor gibt sich ja auch nicht viel. Forsin hat ein besseres Chassis. Wir haben dafür eine bessere Aerodynamik. Also. Und eine bessere Dynamik hat bei den Autos, finde ich. Ich finde es einfach wichtiger als ein gutes Chassis. Die Aerodynamik muss stimmen. Also, wenn ich sagen würde, der Motor bringt am meisten, gefolgt von der Aerodynamik
Kopf und dann kommt das Chassis. Weil die Sprünge, die man ja auch bei der Aerodynamik macht, sind ja klein. Das wäre super, wenn die Aerodynamikteile in Belgien funktionieren. Das wäre ein Traum. Das wäre ein abgrundtiefer Traum. Im Nachhinein würde ich ein bisschen was anderes machen an der Entwicklung. Ich hätte weniger Effizienz ausgegeben. Das weiß man halt einfach nie. Weil Effizienz lohnt sich auch, wenn das Teil fehlschlägt, so Grosjean. Der Kollege hat nicht so gut Platz gemacht, du machst noch beschissener Platz. Wie ich das hier beurteilen kann. Ja, genau. Ja, dann fahren wir noch in die Karre rein, weil du dich verbremst. Alter, unfassbar. Ich habe keine Verwarnung dafür bekommen, finde ich gut. Warum der bei sich bei sowas verbremst, frage ich mich dann. So, Ocon ist nochmal näher rangekommen. Bei noch drei gefahrenen Rennrunden. Schrimm greift ja jetzt gleich auch noch an der Grosjean mich. Okay, 41. Ja, 40% merkt man das ja noch besser. Die Teile haben ja super gehalten. Also das stimmt, das drei Rennen, kann man sagen, ja. Drei Rennen. Brauche ich keine Teile mehr. 12 bis 20 sind 9 Rennen. Ne, 8. Raikön auf der 5, Fahrer vor mir. Raikön vor dir, der Abstand zum Auto vor dir beträgt 22,1 Sekunden. Du liegst vor der um 8 Zehntel zurück. Warum ist der auf 5? Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,4. Skatos Konkurrent? Finde ich gut, dass der Verstappen da vorne ist. Alter! Ist gerade das Teamkollege? Ey, tu mir einen Gefallen, Alonso. Halt das! Das soll der bitte halten. Egal wie, der sollte halten. Und Freundsprünge würde ich machen, wenn der Bottas abschalten würde. In den letzten Runden. Dann würde ich Freudenschreie ablassen, ey. Weil, dann verliere ich fast nichts. Oh. Weil auf Bottas verliere ich am meisten bezüglich der WM. Alonso, gib alles da vorne, gib Stoff, Alter! Ocon und Perez duellieren sich doch. Ja, ist, ja, gut, dass ich den Perez auch gekontert habe mit meinem Stop. Das war wichtig. Also Kong verliert noch eine Position. Jetzt ist 3,5 für die letzte Runde. Das sollte reichen. Und Raikön, du bleibst auf der 5. Du bleibst verdammt nochmal auf der 5. Alonso, gib Gummi. Gib Gummi, ey. Wir haben noch Benzin für eine Runde. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Von den anderen 22 Sekunden auf Raikön. Das ist auch von nichts. Keine Ahnung, was bei dem war. Glückwunsch an Bottas.
Schade, Bottas ist nicht ausgeschieden. Aber Hamilton. Aber Bottas hat einen Lauf. Bottas hat gerade einen Lauf. Verstappen wird dann Zweiter, der nimmt dann den Vettel und den Raikön-Punkt weg. Oh, göttlich. Also wenn dann jetzt gleich noch die Aerodynamik funktioniert, das bin ich glücklich. Dann bin ich richtig glücklich, dann wird angegriffen. Greife ich den Titel nochmal an. Alonso ist Vierter, jawoll! Alonso wird Vierter, super Ergebnis für ihn, super. Top, ich will gerade in die Hände klatschen. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Ja, es ist mir wurscht. Strategie super, Alonso Vierter, Raikön auf der 5, Vettel Dritter, Verstappen Zweiter, Bottas Erster, nice. Nur Bottas, das wurmt mich so ein bisschen, aber egal. Egal. Man merkt mir die Freude gerade an. Sechster Platz. Nice. Klar, wäre es lieber, wenn Alonso über die Punkte geben würde, aber dann würde man auch wieder bereit können, mehr Punkte geben. Aber unter Strich wäre mir das lieber gewesen. Egal. Ja, trotzdem. Oh, die Freude spürt man. Bottas gewinnt, Mercedes wird sagen, Gott sei Dank. Das heiße Eisen noch im Feuer. Was soll ich lieber sagen? Der heiße Fahrer im Cockpit für die WM gewinnt das Ding hier. Valtteri Bottas. Und dann, ja. Verstappen auf der 2 ist zwar um einen Rivale, ja, das weiß ich auch. Trotzdem, dass der auf 2 gefahren ist, ist super. Es ist richtig nice. Vettel, der freut sich. Ne, Kimi freut sich über Platz 5, willst du mich verarschen? Also Kimi, hier waren Siegchancen drin. Ja, da waren Siegchancen drin. Also, ja, und Vettel auf der 3. Vettel 3, wie auf der 6. Bottas war in der WM Zweiter. Wir verlieren eigentlich auf Bottas die ganzen Punkte, wenn wir das mal kurz hochrechnen. 25, ich bin 6. Für den 6. gibt es 8 Punkte. Das heißt, auf Bottas verliere ich 17 Punkte. Das müsste ein Rennsieg, glaube ich, sein. Ein Rennsieg-Rückstand. Ja, es müsste ein Rennsieg sein auf Bottas. Ich glaube, Bottas müsste die WM jetzt anführen. Aber wir müssten 25 Punkte Rückstand haben. Das geht dann noch. Ja, es sind 17 Punkte. Das geht noch. Also von dem her gar nicht mal so verkehrt. Auch gar nicht mal so schlimm. Die Bestzeit war gegen Fernando Alonso war eigentlich gut. Mit der 20-7 gegen meine 20-6, da kann ich zufrieden mit sein. Allgemein kann ich mit dem Rennen sehr zufrieden sein. Bottas gewinnt, Verstappen 2, Vettel 3. Fernando Alonso, ganz starkes Ding auf der 4. Raikön auf der 5. Wie auf der 6, Perez auf der 7. Ocon 8, Kvyat holt 2 Punkte für Toro Rosso. Und Massa, wo kommt denn der her? Holt einen Punkt für Williams mit der 3-Schritt-Strategie. Vettel auch mit der 3-Schritt-Strategie, das wussten wir ja alles zum Zeitpunkt. Der fast hat den Verstappen bekommen, 13. nur. Hammerhartes Rennen und Wehrlein, Sainz, Ericsson, Ricciardo und Lewis Hamilton in der Anfangsphase auch ausgeschieden. Und wir schauen uns noch nicht die Rangliste an, wir schauen uns erstmal die Highlights dieses Rennens an hier zum großen Preis von Ungarn. Die Highlights waren ja eigentlich mehr die Ausfälle, die virtuellen Safety-Car-Phase und vielleicht auch das normale Safety-Car. Denn Überholmanöver gab es hier zwar schon einige, die waren aber immer Copy und Paste, könnte man sagen, nämlich immer am Ende von Kurve 1. Das hat auch damit angefangen, Ende oder Anfang Kurve 1. Wieso eigentlich Ende Kurve 1? Nein, Anfang Kurve 1 war die Überholmanöver. Das fing ja schon an beim Skat, wo wir ja schon viele, viele Positionen gut machen mussten. Meine Entscheidung im Nachhinein, würde ich sagen, auf den Soft-Reifen zu skaten, war absolut goldrichtig. Weil wir die Supersoft-Reifen hier eh nicht komplett ausfahren konnten. Auch Fernando Alonso war hier klar der stärkere Fahrer. Das muss ich auch mal anerkennen. Chapeau! Und auch Chapeau von dem Superskat von dem Ferrari-Piloten. Links daneben. Nein, also vorne hat sich nicht wirklich was geändert. Bottas, Kimi und auch der liebe Lewis Hamilton waren die ersten drei. Aber der Vettel wollte kontern hier. Der Vettel wollte kontern gegen Lewis Hamilton. Ja, das passt irgendwie so ein bisschen ins Bild. Vettel gegen Hamilton und Raikön gegen Bottas in den letzten Rennen. Das hat schon irgendwo was. Was auch auf jeden Fall hatte, war hier der Skat. Mal ein bisschen aus der Mitte betrachtet. Alle kommen gefühlt irgendwie gleich gut weg. Bis dann irgendwann der Motor einsetzt. Hier haben wir vor uns jetzt unseren Teamkollegen. Da sieht man auch mal so ein bisschen, dass da Frontflügelteile fliegen. Ja, jemand hat sich den Frontflügel beschädigt. Aber auch Fernando kommt nicht vorbei an Sergio Perez. Und das war der Skat aus F von Esteban Ocon. Nicht wirklich spektakulär. Wer hat den Frontflügel verloren? Das können wir hier auflösen, denn wir sind gerade onboard.
bei dem jeweiligen Haas-Piloten. Ich kann die nie wirklich unterscheiden. Ist das jetzt Grosjean oder ist das jetzt Magnussen? Und zwar hier gingen vorne rechts, oder hier gingen vorne rechts die Teile ab. Was soll man denn da noch groß zu sagen? Dann ging's los, Nico Hülkenberg mit DRS. Er hatte keinen DRS am Ende der langen Geraden. Und ich habe deutlich das Gefühl, dass ich hier mit deutlich mehr Flügel gefahren bin im Rennen als die. Denn ich kam auf der Geraden trotz viel besserem Motor kaum wirklich ran an Nico Hülkenberg. Totalausfall von Lewis Hamilton. Da ein weiteres DNF schreibt er zu Buche. Dann kam das Safety Car raus. Und wir konnten dann quasi, ja, überraschen. Und zwar überraschen gegen Carlos Sainz und dann später auch das Übermanöver gegen Daniel Kwiat vollziehen. Aber wie gesagt, die Übermanöver sind eigentlich alle gleich. Dann ist Daniel Ricciardo ausgeschieden in Runde 23 schon. Ja, in Runde 23. Das ging schon relativ schnell. Der nächste war dann der Ericsson in Runde 29. Genau zu diesem Zeitpunkt. Aber wirklich genau zu diesem Zeitpunkt habe ich mir. Wollen wir uns nochmal die Boxenreste-Einfahrt angucken? Die war am Limit. Die war mehr als am Limit. Und dann kam ja doch mal hier die Boxenrissenausfahrt von uns, wo wir gerade so, wirklich gerade so rausgekommen sind vor Carlos Sainz. Auch unser Teamkollege Fernando Alonso hat uns mal überholt. Er hat uns mal überholt, deswegen schneide ich das einfach mal hier rein. Und das war für mich so ein bisschen das Zeichen, dass der mit weniger Flügel gefahren ist als ich. Ja. Aber den haben wir sonst im Rennen ja gar nicht wirklich gesehen. Der hat sein eigenes Ding da vorne gefahren. Was ich gar nicht mal so schlecht fand, denn ein guter vierter Platz ist gut für die Konstrukteurswertung. Da wollen wir doch Red Bull schön ärgern. Ja, richtigen Ärger hatte dann natürlich auch Carlos Sainz in Runde 51. Auch Motorschaden. Ja, wie sie alle irgendwie. Also Evo, vier Fahrzeuge scheiden bei mir aus, ist eine absolute Seltenheit. Dann gegen Esteban Ocon. Das Manöver gesetzt, super soft gegen soft. Und das war auch das letzte Manöver. Am Ende dann noch der letzte Ausfall, und zwar der von Pascal Wehrlein in Runde 62. Alles im einen natürlich ein super Rennen von mir. Ich habe das Maximum aus den McLaren rausgeholt. P6, zwei Positionen hinter Fernando Alonso, obwohl ich der Meinung bin, das Auto passt nicht so ganz mehr zu dieser Rennstrecke. Die Fahrer-WM. In der Fahrer-WM haben wir 17 Punkte auf Valtteri Bottas verloren. Aber hey, was soll's, es sind nur 27 Punkte, die kann man aufholen, wenn Bottas zum Beispiel ausscheidet. Vettel hat natürlich auch Punkte gut gemacht, genauso wie Raikkonen auf uns. Aber das ist noch alles im Bereich des Möglichen. Der große Verlierer heißt Lewis Hamilton, der rutscht nämlich auf Position 6 runter. Auch unser Teamkollege macht einen guten Sprung nach vorne, überholt natürlich mal wieder Roman Grosjean. So muss das auch sein. Und Red Bull hat 14 Punkte Vorsprung, denn die haben ja hier nur mit einem Fahrer gepunktet, der andere ist ja ausgeschieden. Das habe ich ganz vergessen, der Konstrukteurswertung, da geht's ja auch noch um etwas. Ja, gut. Daniel hat doch nur 69 Punkte, das ist wenig. Der muss echt aufpassen, dass die Fossine den nicht überholen. Gut, 27 Punkte für Hamilton ist es noch schwerer, aber er hat dafür das bessere Auto, er hat das bessere Material. Das darf man halt bei Hamilton nicht vergessen. Wir haben noch nicht das bessere Material. Wir haben ein schlechtes Auto eigentlich für den WM-Titel. Ich rede jetzt echt häufig über den WM-Titel. Ich will ihn haben. Ich will ihn einfach schon irgendwie haben. Das wäre einfach so traumhaft nice. So, wir kriegen ja nochmal gute Ressourcenpunkte spendiert, nämlich 50 Stück. Oh, da habe ich aber nicht viel gesammelt. Sind 723. Oh ja, das werden wir verlieren. Ist mir aber auch irgendwo egal. Oh Gott, 4 und minus 3. Das sagt auch einiges aus. Jetzt will ich mal kurz was nachrechnen. Wir haben jetzt 700 Ressourcenpunkte. Ja gut, angenommen, das Teil geht schief, dann muss ich 450 Ressourcenpunkte investieren. Ja, 450 Ressourcenpunkte. Das heißt, ich müsste 300 sammeln. Und für das andere bräuchte ich 300. Falls es auch dann schief geht. Das heißt, ich brauche unterm Strich 750 Ressourcenpunkte. Oh, wird knapp. Wäre knapp. Wäre richtig knapp. Aber eigentlich, ich muss hier entwickeln. Ich muss weiterentwickeln. Wir müssen weiterentwickeln. Wir müssen die 600 Ressourcenpunkte sofort ausgeben, ja. Und zwar wieder mal, natürlich für Belgien. Es geht alles über Belgien jetzt, weil wir brauchen es in Belgien auch. Ja, also Frontantrieb, zweite Flügelklappen.
Eine überarbeitete Form der zweiten Flügelklappen sorgt für bessere Spaltbreiten, wodurch die Luftströmung und damit auch der Abtrieb verbessert werden. So, damit machen wir noch einen ordentlichen Sprung nach vorne. Und da seht ihr auch schon, jetzt mit dem Ultimate Upgrade hier unten kämen wir sogar schon an Mercedes und Ferrari ran. Hier haben wir das beste Auto, aber hier, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Im Chassis sind wir die absolute Katastrophe. Das sieht man auch. Das heißt, jetzt haben wir drei Sachen in der Pipeline. Und zwei davon können in Belgien funktionieren oder beide schief gehen. Ja, und bevor wir nachgucken, was jetzt der Fall sein wird, nehme ich nochmal ganz kurz die Komponenten raus. Der Verbrennungsmotor hat wirklich gerade so gehalten. Also der hält wirklich drei Rennen. Aber man darf ihn halt auch wirklich nur im Rennen benutzen und nirgendwo anders. Das ist ganz wichtig, das sage ich euch auch. Also seid da nicht, oder seid geizig mit den Komponenten. Seid mit dem Verbrennungsmotor eigentlich nicht wirklich geizig, weil wir haben jetzt hier noch drei. Wir haben noch drei frische für neun Rennen, ne? 2, 4, 6. Ja, für neun Rennen. Das bedeutet, ich muss jetzt hier aufpassen mit den Motoren. Den kann ich nochmal, also die Komponenten können wir jetzt eigentlich so gesehen nur noch für das Training nehmen. Und die drei hier hinten, 6, 7 und 8, die stehen mir jetzt eigentlich nur noch für die Rennen zur Verfügung. Weil der Motor hat auch drei Rennen lang gehalten. Ja, der hat drei Rennen gehalten und das ist gut. Das ist gut. Ja, man schafft es gerade so mit dem Verbrennungsmotor. Aber wirklich gerade so, wenn du alles bei der Strapazierfähigkeit entwickelst. Ist aber schon arg an der Grenze. Die Kinder, die stehen PGU. Das nehme ich zum Beispiel noch fürs Qualifying her, so Fitzigchen hier. Hier, das ist aufgerundet, die Unit. Das Getriebe hat 9% runter. Das ist also 10% bei einem Rennen. Das ist ja gar nichts. Dann können wir nochmal 5%, also 14%. 14% pro Rennen. 14 mal 6. 14 mal 6 sind... Ja, 90. Ja, man muss noch einmal... Ja, einmal müssen wir noch investieren. In die Strapazierfähigkeit. Und jetzt... Jetzt kommt's drauf an. Drückt die Daumen. Drückt einfach nur die Daumen, dass das jetzt nicht schief geht. Und natürlich ist etwas schief gegangen. Und jetzt frage ich mich aber links, was? Beide Teile, eins Teil. Unten steht eins der Teile. Eins der Teile. Ich weiß jetzt nicht, ob man da gedacht hat, dass das auch mehrere passieren können. Was ist schief gegangen? Das große ist schief gegangen. Und das kleine auch. Ich glaube das nicht. Beides ist schief gegangen. Oh, ist das bitter. Und das ist richtig, richtig bitter. Beides ist schief gegangen. Das Worst-Case-Szenario war das jetzt. Das absolute Worst-Case-Szenario. Kein Team hat hier irgendwas mitgebracht. Das ist das Worst-Case-Szenario jetzt gewesen. Ja. Oh, das tut weh. Das tut richtig, richtig weh gerade. Beides ist schief gegangen. Gut, wir werden die 450 und die 300 Ressourcenpunkte investieren müssen. Das Problem ist jetzt allerdings, das wirft mich komplett zurück. Das wirft mich echt komplett zurück. Vor allem ein großes Teil. Das werden wir sofort ranschieben. Das werden wir sofort ranschieben in Monster. Sofort. Gut, bis Singapur schaffe ich es. Das ist nicht das Problem. Also 750 Ressourcenpunkte. Das ist jetzt der Sponsorenbonus, der hier drauf geht. Dafür. Klar. Oh, richtig ärgerlich. Der einzige Trost ist, hier hat kein anderes Team entwickelt. Das ist der einzige Trost, den ich habe. Und in Italien kann doch mal was schief gehen. Also in Italien können wir dann einen richtigen Sprung machen. Also spätestens in Italien machen wir den richtigen... Nee, Moment. Moment mal, ich brauche... Wie viele Ressourcenpunkte brauche ich? 750, da brauche ich 600 Ressourcenpunkte. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich in Belgien nicht. Wir können aber für Italien dann hier unten das dann auch noch anschieben. Und dann hoffen, dass das in Singapur funktioniert.
und dann hier schnell aufholen. Also die letzte, es ärgert mich gerade richtig. Nach so einem geilen Rennen gehen hier zwei Sachen schief. Das ist das dritte Teil, was schief geht. Das dritte Teil. Naja, kann man nichts dran ändern. Also habt ihr nicht daran gedacht, guck mal, es können auch mehrere Teile schief gehen. Schade. Ja, Chris, nachsitzen ist angesagt, ne? An deinem Monitor. Und zwar dringendst. Dringendst. Ich hoffe, euch hat das Rennen gefallen. Die Entwicklung ist jetzt das Negative. Das Rennen das Positive. Ja, ich mache die Trainings und wir sehen uns dann wieder. Mal schauen, ob es ein Regenrennen wird. Dann können wir vielleicht nochmal was reißen. Also macht's gut, haut rein und tschüss.